Sehr geehrte Frau Staatsministerin, lieber Aydan, sehr geehrter Staatsrat, lieber Jan, verehrte Abgeordnete, mes amis, ladies and gentlemen. It's a big pleasure for me and it's a great honor to speak to you again tonight here. I've been here last year and it was really a big pleasure. But I didn't know they were putting these speeches on YouTube. So, ladies and gentlemen, when I saw that, I made up my mind and I have to be more serious this year. And I will be more serious. Aber bitte erlauben Sie mir noch die Kleinigkeit zu sagen, dass wir ja nicht nur wie in Hamburg Mitte üblich Menschen aus allen Herren- und Frauenländern und aus allen Kontinenten haben. Wir haben sogar heute ganz hohen Besuch, nämlich aus der kleinen, aber feinen, freien Hansestadt Bremen haben wir den SPD-Bürgerschaftsabgeordneten hier, Herr Elombo. Elombo, herzlich willkommen auch hier bei uns in Hamburg. So, meine Damen und Herren, eine Rede zur Integrationspolitik auf Bezirksebene ist insofern eine spannende Herausforderung, als dass man nicht allzu sehr in die, was wir Politikerinnen und Politiker so die zustimmungspflichtige Rhetorik nennen, verfallen darf. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus einer Rede, die ich unlängst hören durfte. Da wurde der Satz gesagt, die Basis für Integration bleibt auch morgen das Fundament unserer Grundlagen. Meine Damen und Herren, das hört sich gut an, ist aber blanker Unsinn. So. Statt also unterhaltsamen Unsinn zu erzählen, habe ich mich entschlossen, Sie mit einer langweiligen, aber dafür inhaltsschweren Ansprache über Integrationspolitik in Hamburg-Mitte zu erfreuen. Meine Damen und Herren, 130.254 Personen im Bezirk Hamburg-Mitte verfügen über einen Migrationshintergrund. Das entspricht einem Anteil von 46% an der Gesamtbevölkerung des Bezirkes, der ungefähr so groß ist wie Wiesbaden oder wie Bochum. Damit weist der Bezirk im Verhältnis aller Hamburger Bezirke den mit Abstand höchsten Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund auf. Über die Hälfte, nämlich mehr als 52% aller Menschen mit Migrationshintergrund im Bezirk Hamburg-Mitte sind Ausländer. Es geht nämlich hier um knappe 70.000 Personen. Bei Kindern und Jugendlichen, meine Damen und Herren, unter 18 Jahren, liegt der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in Hamburg-Mitte noch mal deutlich höher. 31.067 Kinder und Jugendliche im Bezirk Hamburg-Mitte haben einen Migrationshintergrund. Dies entspricht fast 70%. Fast ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren, nämlich knappe 25% mit Migrationshintergrund aus ganz Hamburg, leben im Bezirk Hamburg-Mitte. Das ist eine Herausforderung, meine Damen und Herren, bei uns im Bezirk. Seit 2012 arbeitet auch der Hamburger Senat an einer Neuausrichtung des Integrationskonzeptes. Der Staatsrat hat es eben erwähnt. Das überarbeitete Konzept liegt ja auch inzwischen vor. Wir im Bezirk Hamburg-Mitte haben ebenfalls 2012 mit der Weiterentwicklung unseres Integrationsleitbildes, das wir Kultur des Dialogs nennen, begonnen. Die gemeinsame Zielrichtung von Senat, Bezirksamt und eigentlich allen Behörden und Verwaltungen dieser Stadt ist Augenhöhe und gleichberechtigte Teilhabe in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Politik, meine Damen und Herren, hat beim Thema Integration aber eine besondere Verantwortung. Integration spielt sich nämlich vor allem im täglichen Zusammenleben im Stadtteil ab. Insofern verstehen es Politik und Verwaltung im Bezirk Hamburg-Mitte als Selbstverpflichtung, sich den mit der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund verbundenen Herausforderungen aktiv zu stellen und eine bereichsübergreifende Umsetzung unserer Ziele und Maßnahmen durchzusetzen. Gerade aufgrund seiner zentralen Lage und seiner daraus resultierenden Metropolfunktion innerhalb Hamburgs ist der Bezirk Hamburg-Mitte in einer besonderen Verantwortung, im Rahmen seiner Möglichkeiten Integration zu fördern. Denn, auch das ist eine Tatsache, wir haben nicht nur die schönsten Stadtteile in Hamburg-Mitte, wir haben auch die ärmsten Stadtteile in Hamburg-Mitte. Das müssen wir auch konstatieren. Meine Damen und Herren, ich hatte es eben gesagt, fast 25% der Hamburger Bevölkerung mit Migrationshintergrund wohnen hier bei uns in Hamburg-Mitte. Viele allerdings schon in der zweiten, dritten Generation und sind also dementsprechend auch hier geboren. Im Sinne einer gelingenden Integration müssen alle Bürgerinnen und Bürger, und vollkommen egal, ob mit oder ohne Migrationshintergrund,
die Unterstützung und Möglichkeiten vorfinden, um gleichberechtigt am sozialen, kulturellen, gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Leben in Hamburg teilhaben zu können. Jeder soll sich als Teil dieser Gesellschaft, unseres Gemeinwesens verstehen und in diesem Sinne auch agieren. Integration ist vorrangig eine politische Gestaltungsaufgabe für die deutsche Gesellschaft, was immer das bedeutet, ebenso wie für die Zugewanderten. Sie ist aber auch ein andauernder, wechselseitiger Prozess von Geben und Nehmen, von Fördern und Fordern, von Leistungen und Gegenleistungen und hat viele Facetten: rechtliche, wirtschaftliche, soziale, gesellschaftliche und auch kulturelle Facetten. Gelungene Integration setzt nämlich die Offenheit auch der deutschen Gesellschaft voraus, ebenso wie die Bereitschaft der Migranten, sich auf die Werte, Gepflogenheiten und Umstände des gesellschaftlichen Zusammenlebens in Deutschland, in unserer Stadt einzulassen. Das bedeutet aber auch, meine Damen und Herren, die Akzeptanz der Gesamtgesellschaft gegenüber kulturellen Entwicklungen und der Veränderung, die die Gesellschaft dadurch erfährt. Vielfalt ist nicht nur im Bereich der Wirtschaft unumgänglich, wo sie, da hat sie halt einen Namen, nicht? Diversity Management, also wo sie als Diversity Management, als Konzept der Unternehmensführung die Verschiedenheit zum Vorteil aller Beteiligten nutzt, sondern auch eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Konkret, meine Damen und Herren, haben wir in dieser Woche eine Selbstverpflichtung der Verwaltung in Hamburg-Mitte verabschiedet. Besonders heraussehen möchte ich nur ganz wenige Punkte, ganz wenige Handlungsfelder, die in unserem bezirklichen Fokus stehen. Hier geht es um eine interkulturelle Öffnung der Verwaltung. Das wurde eben auch schon bereits erwähnt. Es geht um die frühkindliche Bildung und Familienförderung. Es geht um den Übergang zwischen Schule und Beruf. Es geht um eine aktive Seniorenarbeit, auch mit Migrantinnen und Migranten. Gemeinsame Seniorentagesstätten funktionieren nicht. Wir haben es mehrfach probiert, es funktioniert nicht. Gerade Menschen, die die nach Deutschland gekommen sind, haben Probleme damit, in eine Seniorentagesstätte zu gehen und dort Kaffee und Kuchen einfach zu machen. Ja, das ist also tatsächlich noch sehr unterschieden. Also es gibt dann die türkische Community trifft sich dort, die afrikanische Community trifft sich dort, die deutsche Community, Gemeinschaft, die trifft sich dort. Und da müssen wir darauf eingehen, da müssen wir darauf reagieren. Ja. Es geht um die Beschäftigungsförderung, es geht um Sport und es geht um die Prävention und Gesundheitsförderung. Weil auch das müssen wir konstatieren. Es gibt gewisse Erkrankungen. Nicht so ins Detail gehen. Sie sehen aber konkret, es passiert was in Hamburg. Wir haben Ihre Signale auch verstanden und versuchen sie überall umzusetzen. Eine Kleinigkeit, die wir es versuchen umzusetzen, ist, dass wir es auch dieses Jahr wieder geschafft haben, diese Veranstaltung hier als Bezirk Hamburg-Mitte mit 5.000 Euro zu fördern, meine Damen und Herren. Und Desmond, ich glaube, wir kriegen das nächstes Jahr wahrscheinlich auch wieder hin, behaupte ich mal. Gleichwohl ist das konfliktfreie Zusammenleben an einige unerlässliche Voraussetzungen gebunden. Meine Damen und Herren, die Akzeptanz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die Achtung der unveräußerlichen Menschenrechte und die persönliche Freiheit, sein Leben individuell und gleichberechtigt gestalten zu können. Auf dieser Grundlage sind Einzelpersonen, Vereine, Verbände und Institutionen eingeladen, gleichberechtigt von allen Möglichkeiten der Teilhabe an unserem gesellschaftlichen Leben und auch an der Artikulation ihrer Interessen Gebrauch zu machen. Anforderungen an die Integrationsleistungen ändern sich fortlaufend. Ein aktuelles Beispiel, und ich muss es sagen, wir sehen es hier oben bei uns am Hauptbahnhof, ist die Aufnahme und die Unterbringung von geflüchteten Menschen. Im Bezirk Hamburg-Mitte sind derzeit, das ist jetzt der Stand von gestern, 6.979 Flüchtlinge untergebracht. Von einem weiteren Zuzug ist auszugehen. Zum Ende des Jahres werden voraussichtlich mindestens 7.000 Flüchtlinge im Bezirk Hamburg-Mitte leben. Viele dieser Flüchtlinge werden langfristig in Hamburg und in unserem Bezirk bleiben. Es ist Ziel und Aufgabe der Bezirksverwaltung und der Bezirkspolitik, diesen Flüchtlingen zu ermöglichen, sich schnell und gut in Hamburg zurechtzufinden, an den Möglichkeiten der Stadt und ihren Entwicklungsprozessen teilzuhaben und einer Willkommenskultur zu begegnen. Mit allem, was dazugehört, mit Sprachförderung, mit Zutritt in die Bildungssysteme. Zudem fördert aber auch unser Bezirksamt und die Bezirksversammlung Aktivitäten zur Vernetzung im Flüchtlingsbereich, Vernetzung der Haupt- und der ehrenamtlichen Tätigkeiten, auf die wir in dieser Stadt so sehr angewiesen sind. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, meine Damen und Herren, dass der Zuzug von so vielen flüchtenden Menschen aus anderen Kulturen zum Teil große Ängste bei den Menschen in Hamburg und in Hamburg-Mitte auslöst. Ich kann diese Ängste sogar verstehen.
Und wir müssen diese Ängste auch sehr ernst nehmen. Natürlich ist es auf den ersten Blick ein Problem, lassen Sie mich ein Beispiel aus Hamburg-Mitte erzählen, auf den ersten Blick ein Problem, wenn wir ein neues, dauerhaftes Zuhause für bis zu 4000 Menschen an dem Oehlendorfer Park bauen, direkt neben ein Neubaugebiet, in dem vor allem Familien in den letzten Monaten ihr Eigenheim bezogen haben. Für uns als Politik und für uns alle als Gemeinwesen ist es wichtig, hier funktionierende Quartiere und gute Nachbarschaften zu entwickeln. Bemerkenswert aber, meine Damen und Herren, und ich hatte die hohe Anzahl der Menschen mit Migrationshintergrund in Hamburg-Mitte erwähnt, ist, dass der Widerstand gegen diese Unterkünfte nicht ausschließlich etwa von blonden Ostfriesen kommt, sondern gerade auch von Menschen, die selbst aus einer anderen Kultur stammen. Hiermit müssen wir, und das muss auch ich ganz persönlich, lernen, politisch umzugehen, auch lernen, in der Argumentation umzugehen. Wenn Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, sagen, wenn wir hier 4000 Flüchtlinge hinsetzen, dann gibt es eine Überfremdung. So. Und das ist argumentativ, meine Damen und Herren, ist das nicht leicht, ja, da zu argumentieren. Wir machen es aber trotzdem. Wir müssen damit umgehen und wir müssen lernen, auch in den migrantischen Communities für Akzeptanz und für Toleranz zu werben. Aber wir können das und ich bin mir sehr sicher, dass wir das auch hinbekommen. Auch Sie, meine Damen und Herren, bitte ich hierfür um Ihre Hilfe. Engagieren Sie sich in Gemeinden, Initiativen und auch in Parteien. Denn die Voraussetzungen für Toleranz, Akzeptanz und Integration heißen, auch in Hamburg, Freiheit und Demokratie. Sie wissen, dass gerade letzte Woche 130 Menschen ihr Leben für den krankhaften religiösen Wahn einiger weniger lassen mussten. Auch die furchtbaren Taten in Mali, ich hatte berichtet, ich war selber häufiger in Bamako, lassen uns nicht unberührt. Meine Damen und Herren, lassen Sie unseren Staat, unsere Freiheit, unsere Streitlust jeden Tag aufs Neue gemeinsam verteidigen. Denn gegen jene Menschen, die unsere Werte, unser unbedingtes Bekenntnis zur unverletzlichen Menschenwürde mit Mord und Terror bekämpfen, steht, und so hat es der kürzlich leider verstorbene Helmut Schmidt schon 1977 gesagt, nicht nur der Wille der staatlichen Organe, sondern der Wille der gesamten Bevölkerung unserer schönen Stadt und unseres schönen Landes. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ganz herzlichen Dank. Wow, schöne Ausführung.